Hallo liebe Freds, herzlich willkommen zurück bei meinem Nach-Weihnachts-Adventskalender über die High- und Lowlights des Kinojahres 2019. Und da darf natürlich auch ein Blick auf die beste Kamera nicht fehlen. Und die geht in diesem Falle an den Film Joker. Und Joker hat ja an den Kinokassen nicht nur einen riesigen Run hingelegt und auch gerade in Deutschland damit überrascht, wie viele Leute sich diesen Film angucken wollten. Der Film besticht einfach auch durch eine wahnsinnige Klang- und Bildkulisse. Und wie man es hier geschafft hat, Gotham in ein New York zu verfrachten, das man immer als New York erkennt, aber das diesen ganzen Abschaum der von Gothams Straßen in sich aufsaugt und wo man zu keinem Zeitpunkt den Eindruck hat, dass man irgendwie hier sein möchte, mit einem grünen Farbfilter unterlegt, immer so das Ganze so düster ausgekleidet, dass man den Eindruck hat, das hier ist wirklich der Abschaum der Gesellschaft, in der sich hier Arthur Fleck aufhält und trotzdem auch es immer wieder schafft, eine Schönheit daraus zu ziehen, dass man sich die ganze Zeit nicht satt sehen kann, dass man jedes einzelne Bild in Joker sich als Stillleben an die Wand hängen möchte, Nahaufnahmen des Jokers Gesicht, dass man wirklich jede einzelne schmerzverzerrte Faser genau erkennen kann, wo hier wirklich jede Regung eingefasst wird. Das ist ganz, ganz große Kamerakunst auf ganz vielen Ebenen. Die Kamera bleibt so ruhig, so kunstvoll, kleidet den Film in ein so elegantes Gewand. Und das hat mir wahnsinnig imponiert, hat mich bis mitunter so ein bisschen an Blade Runner 2049 erinnert und hat einfach generell das Kino der 80er Jahre aufleben lassen auf eine ganz, ganz auf einem ganz, ganz hohen Leinwandniveau. Und deshalb für mich die beste Kameraarbeit des Jahres 2019 geht an Joker. Gotham ist vom Weg abgekommen. Welcher Feigling begeht so eine kaltblütige Tat? Einer, der sich hinter einer Maske versteckt. Ich dachte immer, mein Leben wäre eine Tragödie. Aber jetzt weiß ich, es ist eine Komödie.